sozial engagiert. Er organisiert einmal im Jahr im Dezember die große Feier, Weihnachtsfeier für obdachlose Menschen. Da waren in diesem Jahr, im vergangenen Jahr wieder 3000 Männer, Frauen, leider auch viel zu viele Kinder dabei. Aber die hatten einen ganz schönen Nachmittag mit dir. Franco, du kannst irgendwie nicht davon lassen. Das nächste soziale Projekt. Erzähl. Ja. Wir sind eher die Abteilung Energie Cottbus, ihr Süßen. Mein Herz schlägt natürlich auch für Hertha und für alle Berliner und Brandenburger. Ich bin also, sagen wir mal, multinational. Also ich gehöre... Du gehörst auch uns in Brandenburg. Natürlich. Und die armen Menschen kommen nicht nur aus Berlin, sondern die kommen aus der ganzen Gegend. Und jetzt habe ich mir ein paar Gelblinge eingeladen. Und da gibt es einen neuen Song, habe ich gleich gelassen. Der ist nützlich, nussig und vor allen Dingen auch sehr gesund, ja. Kürbiskernöl wird bei dir in der Küche verwendet oder mit welchem? Ja, auch natürlich zu vielen Sachen. 70 Verkaufsstellen und da geht es endlich mal vorwärts, denn sonst wisst ihr ja selber, Downloads sind nicht mehr so prickelnd und ich bin also stolz und allein die Kinder sind zwar sehr anstrengend, die waren fix und fertig, weil die Kinder muss man immer ein bisschen anbrüllen. Hallo Kinder, könnt ihr endlich mal zuhören? Und wer war am Ende fix und fertig, die Kinder oder du? Wir, ja, die Kinder, die machen ja, was sie wollen. Nicht? Die schlafen, wann sie wollen, die toben, wann sie wollen. Aber es hat unheimlich viel Spaß. Das glaube ich. Vielleicht nimmt Herr Morten Neuberg die CD mal in die Hand. Das ist vielleicht noch besser fürs Bild, denn letztendlich stehen Sie auch dahinter. Da drauf ist das Scotty-Lied, das haben wir gerade auf der Bühne gehört. Aber keine CD.